Hallo! Was geht ab? Hi! Ja, Linda, was machen wir heute? Wir schminken mich. Sowas Neues. Die Betonung liegt auf wir beide. Mhm. Und da Linda nie geschminkt ist, wird das was ganz Besonderes heute. Ja, richtig. Denn ich, Künstler der Schminkerei, wird das heute vollführen. Aber nur eine Seite. Man nennt ihn auch Dr. Grobmotoriker. Dr. L. Und ja, es wird so sein, ich schmink meine eine Seite. Und Chris schminkt dann meine andere Seite. Echt? Oh, scheiße, ich mach das schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Ich werde dann da richtig geil schminken. Wie ich mich auch schminken würde, wenn ich eine Frau wäre. Aloha. Das war ich jetzt. Ja. Das ist. Schau ich mal an. Das, was ich created habe. Crazy. Ich hab wieder Unterschied, ne? Das sieht hier so weird aus. Und das muss Chris jetzt irgendwie nachmachen. Ey! So, der liebe Chris, der kriegt jetzt hier eine Auswahl an, schmutzig, an Paletten, an Pinseln, an Lippenstiften und so weiter, noch mehr Paletten. Ja. Schauen wir mal, was der so hinkriegt, ne? Ich will natürlich mit dem einfachsten anfangen. Das wäre in dem Fall die Lips. Und das sieht aus wie Cream Lipstick. Sweet. Ja, das ist das eigentlich. Ja, safe ist es nicht hier. Das Ding ist, bei den Lippen bin ich mir sicher, was ich nehmen muss. Auch in den Mund rein. Wie soll ich denn mit dir reden? Und was wird denn da? Das geht das nicht weg. Ich lasse es erstmal trocknen und dann mache ich das weg. Lass dir deine Zeit. Okay. Aber es geht auf jeden Fall. Augenbraue. Aber wenn du so ein bisschen auch schon liest, was draufsteht, weißt du so naked, also. Was heißt nackt? Also nude, naked heißt halt immer natürlich. Okay. Zum Beispiel hier steht Highlighter-Palette. Kannst ja auch schon überlegen, was das sein könnte. Okay. Hier steht Shadow-Palette. Kannst ja. Ne? Oder hier steht 12 Color Eyeshadow. Kannst du ja auch schon überlegen, was Eyeshadow ist. Kriegt das schon hin. Ich bin mir da sicher. Okay, ich glaube, das ist für die Augen. Ich nehme das. Hier. Das nehme ich für die Augenbrauen. NYX-Palette. Das ist ja lila und blau. Hä? Ich hab eine leichte Farbenschwäche, das ist ein bisschen problematisch in dem Fall. Ja? Das ist dafür nicht geeignet. Kann das sein? Das ist dafür geeignet? Ja, aber du hast den Step halt nicht gemacht, den ich gemacht habe. Ach, Base drauf machen, ne? Die Base, Freunde! Die Base! Das ist Base. Nee, ist leer. Also bitte nicht. Chris wollte mir gerade Kleber auf die Augenbrauen. Das ist Concealer. Das ist Base. Wenn man direkt den Unterschied merkt, ne? Ohne Primer, mit Primer, den Farben. Ja, es fällt einfach runter. Auch ohne Video ist das lustig. Das ist eine komplett andere Farbe. Es fällt alles runter. Fallout nennen. Ich habe irgendwie nicht ganz in die Augenbraue getroffen. Ich könnte mir einen Kameramann mit Zoom effekt. Ja, auf jeden Fall. Dann mit Zoom macht Zoom. Wieso hält das denn nicht? Hast du das mit einem Stift gemacht? Mhm. Hier mit. Ja. So, dann ist rosa. Nix. Wie machst du das so eckig? Vielleicht mit einem anderen Pinsel? Ja. Ich hab dir extra eine Auswahl an Pinsel hingelegt. Das ist schrecklich. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Den hier? Ah ja, okay. Jetzt ist eh vorbei. Das kannst du ja nochmal abmachen. Schmutz. Ja, so. Okay, Chris hat einen Tipp eingelöst. So weit sind wir gerade. Das ist hier
komplett blau. Du bist komplett blau. Du kannst ja nicht jetzt nehmen. Hey, wie machst du das denn so? Das ist ja unmöglich. Blaue Ton. Das wird einfach immer schlimmer. Wo ist denn der Stift hin? Das kann man nicht mehr retten. Das kann man nicht mehr retten. Bedenkst du, dass ich einen Eindruck hatte? Ja. Okay. Hä, das geht da nicht so, wie du das machst. Nee, ist nicht so. Okay, jetzt mach ich die Sommersprossen. Das ist doch die Sommersprossen. Ich hab mir das Knie angehauen. Warum hast du braune Nase? Ich dachte, das ist vielleicht so ein Kamm. So, willst du so einen Kamm haben? Ja, immer so ein Kamm. Du kannst natürlich auch die anderen Sachen da benutzen, die da sind, aber. Das sind so die Auswahl, die ich dir gegeben habe. Sind deine Augenbrauen hier so wild? Der eine wird richtig heavy, ne? Wie soll ich denn das machen? Los. So, Edge. Nicht bewegen. Flüssigen Eyeliner. Wenn du es dauert, probier nicht. Aber ich dachte, das ist für dich wirklich zu schade. Und jetzt ist das alles richtig scheiße schon. Nur weil dieses Müllding nicht funktioniert. Hast du das auch mit flüssigen gemacht? Nee, aber ich mach das manchmal mit flüssigen. Hier ist auch flüssig. Warum? Dein Gesicht ist so schlaff. Meine Fresse. Weißt du, was dagegen hilft? Was? Straffziehen. Zufrieden? Wie machst du das? So, ich biege mir das falsche Board. Da oben auch ein Schrank. Du hast einfach meine Augen an meinen Glimmern gezogen. Hast du das wieder weg? Ja. Nicht so gut ist. Ich hab's jedes Mal schlurig, weil er es weggeschnitten hat. Er hat alles noch verwischt. Streich das ein bisschen ab. Sonst hast du zu viel Eyeliner gleich da. Schreck dich nicht. So! Achtmal so dick. Ich habe auch gespürt, wo du lang gemalt hast. Das war so. Hast du Kunst? Ich kenne keine Grenzen. Nee, ich habe immer gehört, als Künstler muss man das, was man getan hat, stehen lassen. Pix spielt einfach mit deinem Schatten in der Hand. Ja. Ich glaube, das war kein Galaxy Video, das genau glitzert ein bisschen so. Du hast noch eine Glitzer im Gesicht. Oh, du hast doch nicht so feste da rein. Oh, toll. Oh mein Gott, mein Lidschatten. Wow. Weißt du, du schminkst so. Sei doch mal sanft. Wie soll ich das? Der bleibt doch nicht drauf? Warum wohl? Ich weiß nicht. Hab ich ja Base vergessen? Muss da auch Base hin? Ja, wenn du möchtest, dass das intensiv ist, dann ja. Das Auge wird immer hängen. So, als hätte ich Nutella mit Butter verschmiert. Na, entspann dich. Und du bist bequem.
Mann, das ist richtig schrecklich, Alter. Ich weiß, du kannst auch mit den Fingern arbeiten, da mache ich auch manchmal. Ich hatte damals so 5 in Kurs auf dem Zeugnis. Nicht weil ich nicht wollte, einfach weil ich nicht konnte. Oh. So froh, dass ich mich nicht. Mach auf. Sieh, Leute. Zufrieden? Zufrieden, sagt sie. Zufrieden. Keine Griffe. Unten runter? Sieht das genau. Ist das, das kommt da unten drunter, ist schön. Unten drunter ist echt schön. Nice. Da ist immer dieser. Ach, Spucke genommen, ist okay. Ja, klar. Ist okay. Das ist so schlecht, Alter. Das ist so schlecht. Mit dem Eyeliner hast du auch links gemalte Ständchen, ne? So ein Opfer, ne? Wie machst du den auch so klein? Okay, jetzt mache ich die Sommerspritzen. Nee, da fehlt noch was in der Mitte. Perfekt. Ich glaube nicht, dass das wieder raus muss, oder? Was ist das? Sieht das drauf? Ein Concealer. Das ist... Willst du deinen zweiten Tipp einlösen? Wie weit haben wir gesprochen? Achso, mit dem Pinsel okay. Und braunen Lidschatten. Okay. Da muss das Base drauf, ne? Haha. Muss da keine Base drauf? Ah, da muss schon Base drauf. So, was sehe ich? Bisschen. Wie schrecklich aus. Was ist denn die Rache? Das hält! Du musst nicht fest drücken, du musst vielleicht eine andere Farbe nehmen. Das Highlighter drauf, oder? Hä? Komm, gib mir den Tipp. Echt das? Ja. Aber was mit dem Braun? Damit. Ich bin gerade sagen, du hältst ein bisschen senkrecht und die Wagen. No different. Einmal saß die Linda bestimmt 3 Stunden rum und hat ihre dämlichen Pailletten sortiert. Pailletten? Mit Strasssteine? Genau. No. Ja, das ist nicht gut, das hat gut geklappt. Das ist die Lärisch, ne? Wie soll ich das Auge halten? Was hast du? Auch. Die Lash klebt. Die klebt einfach. Ja. Ja. Warte, das ist aber noch Lidschatten auf das Lid, auf das Ding draufgelegt haben, ne? Ja. Auf die Lash? Mhm. Okay. Das sieht gut aus. Ja, komm, das geht. Für einen Anfänger ist das schon richtig gut. Das ist fertig. Ja. Ja, so schlimm ist es gar nicht, so schlimm ist es gar nicht, Lisa, so schlimm ist es. Was ist das? Ich wollte gerne mal. Was hast du mit meiner Augenbraue gemacht? Es ging nicht mehr weg, es ging einfach nicht mehr weg. Wie machst du das denn, dass das so clean ist? Ja, mit dem Pinsel. Das hast du gut gemacht. Bot, bot, bot.
Ja, und das war Chris schminkt mich. Auf jeden. Maschine. Ja. Ich glaube, ich schminke mich jetzt. Ja. Tschüss.